Ich wollte eigentlich noch 16K-Platten bauen, fällt mir gerade auf, deswegen habe ich es so gemacht. 16K. Mach mir mal, ja, 4 Stück. Haben nichts da. Quarzglas brauchen wir noch mal. Noch mal Zähne. Ja gut, das Ganze dauert jetzt hier einen Moment. Ehe das alles fertig gecraftet hat und den kann er auch halt nein zurück das machen. So, jetzt baut er nur noch zusammen. Na komm. So, halt. Und zwar war jetzt 16K. 16K Storage Cell, zack. Jetzt muss er davon auch noch, ach so, muss er auch noch herstellen. So, jetzt hat er das fertig, den Rest fertig. Ach so, den müssen wir ja da machen. Oh. Ja, ist alles nicht so einfach. 16K Storage, zack. So, den packen wir nochmal da unten mit drin. Dann können wir hier sagen, wir wollen 16K haben. Davon. Also 4 Stück. Da er jetzt alles schon voll fertig hatte, hat er die jetzt natürlich schnell zusammen. So, zack, zack. Ist zwar, oh, ist ja alles grün relativ. Oh ja, ist ja egal. So, jetzt schauen wir mehr als genug Platz erstmal. Okay. Okay, jetzt haben wir ditte. Das nächste war, ich wollte für da hinten die Enderidium-Barren bauen. Und zwar Enderidium, genau, zusammen. Die da. Und zwar wollte ich die gleich so hier machen. Ich brauche Alloy-Smelter, dann kann ich die gleich automatisieren und dann ist das schon viel besser. Alloy Schmelzer. Phonanzen braucht man ein paar, komm mal ran hier. Erstmal ein Stack gemacht. Das war jetzt Machine Chassis, genau. Zwar sage ich mal, ich brauche. Ja, komm, machen wir gleich mal. Einen haben wir, ja, sagen wir 5, reicht. Importbusse brauche ich noch. Demnach 6, wenn ich mit dem gehe. Nee, doch Import. Brauchen wir 6 Stück. Davon brauchen wir jetzt noch mal 3, glaube ich. Jo. Geht sich aus. So, dann brauche ich nochmal Interface. Und zwar 6 Stück. So, jetzt habe ich noch Import-Bus. Haben wir alle da. Interface. So, jetzt müssen wir noch schnell auf die warten und dann können wir auch da ein bisschen aufbauen. Okay, der war relativ zacki eigentlich. Over. Na gut, egal. So, und mit die 6 machen wir jetzt nochmal 6 so. Und wir brauchen Kabel. Jede Menge. Das wäre nicht reichen, also machen wir nochmal schnell 20. Ja, das dauert jetzt halt immer ein bisschen länger, da unten durch die Dings gehen muss, durch die Pulverizer und so. Aber die können wir auch bald mal ausbauen. Dass er dann auf die ganz schnellste Stufe kommt und der niedert auch viel, viel schneller alles. So, mal gucken. Zack. Und zwar, wo ist er? Lass mal den stehen, den Mogel mit. Der kann hier zugemacht werden.
Baut noch mal kurz einen Marble. Komm mal ran hier. So, okay, jetzt haben wir hier quasi Autocrafting extrem. Ich habe schon überlegt, ob ich hier einfach zumache. Dass wir dann nur noch halt da runterkommen und dann, ja. Ich würde sagen, die baue ich aber hier auf. Achso, wollte der jetzt schon. Ja. Die brauchen Strom und die brauchen den Import- und Interface-Dingens. Also oben, hinten, unten. 1, 2, 3, 4, 5. Geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg. 6. So, fertig. Okay, dann müssen wir mal kurz hier aufbuddeln. Ja, ist egal. Und den brauchen wir noch. Und dann müssen wir ja von unten quasi dran. Bis hier. Und dann muss unten drunter, brauchen wir ja dann noch, wo sind sie? Da. Die Conduits. Die brauchen ja Strom. Dann kommen hinten die Export, nee, nicht Interfaces, die Exportbusse dran. Die halt immer gleich alles exportieren. Dann brauche ich die Kabel nochmal hier lang. So. Dann können wir das hier nämlich wieder zumachen. Na, so nicht. Aber so. So, jetzt müssen wir das Ganze noch ein bisschen verkorbeln. Und zwar geht damit einfach, ja, wo sind sie? Die sind da. Ja, wir stecken einfach hier rüber. Einfach da unten mit dran. Komm mal ran. Und zwar so und dann so. Gut, haben wir die auch wieder verkabelt. Jetzt brauchen sie noch Strom. Mal gucken, da ist Strom. Okay, und damit muss ich ja da lang. Weil ich muss ja... Wo ist es denn? Ach, da oben. Da hinten muss ich hin damit. Da werden, glaube ich, unsere Kabel nicht ganz reichen. Nein, die werden lange nicht reichen. Naja, fast. War fast. So, wie gesagt, hier mal gerne einfach zu und dann ist die Sache erledigt. Das können wir da so lassen. Hier mal zu. So, passt. Gehen wir halt nur da runter und dann können wir hier auch noch was herstellen. Wenn wir wollen. Ich brauche jetzt erstmal Energetic Alloy und zwar nehmen wir davon gleich mal 30 mit. Dann brauche ich noch Enderperlen. Das sind 32, so. Jetzt ist nur das Problem, keiner von denen hat irgendwie... Oh. Ne, wo waren der andere? Das war der nicht. Jo, der ist noch voll. Mal gucken, wie lange der reicht. Nächste wird doch schon direkt ins System importiert. Das ist nämlich sehr gut. So, jetzt können wir nämlich schon mal wieder ein paar herstellen gehen. Dann müsste es schon fast reichen. Aber den wieder aus. Ist immer nervig. Conduits. Wo sind sie? Oh, können wir so gleich zweimal machen, das ist schön.
So, verlegen wir die noch mal schnell und dann werden wir auch gleich die Kapazitor-Dinger da machen. Dass es schneller geht nachher. So, Moment, ich muss damit ran, ne? Das ist direkt da, bla bla. Ja, passt. Kommt hier nicht mehr raus. So, das kommt so, das kommt so, das kommt so. Ja, mein Gott, da kann auch einer mit hin. Und den Marvel daran. So, sieht keiner mehr was. Strom. Jo, die laden sich alle schön auf. Die Kabel können wir darin schmeißen. Die hat keine Enderperlen mehr. Machen wir gleich nochmal ein paar. Okay, so. Halt, ich muss hoch. So, das kann alles wieder weg. Nein, kann es nicht. Die brauche ich noch. Die brauche ich ja auch noch. Fällt mir gerade mal so ein. Das muss ich ja auch noch alles machen. Eieiei. Stimmt ja. Gut, wunderschön. Jetzt ist die Frage, von wo holen wir uns das Kabel? Von hier gleich. So. So bleiben. So, jetzt müssen hier noch die Kabel lang, dass die alle angeschlossen sind. Wunderschön. Jetzt können wir aber alles wegschmeißen gehen. So, und wenn wir jetzt hier gucken, Eilaußmelter haben wir 6 Stück, da können wir jetzt auch immer Rezepte drin schmeißen und das werde ich auch gleich mal machen. Und zwar Energetic und das Dreieck wieder. Beziehungsweise brauchen wir noch mal ein paar Pattern. Stellen wir noch mal 10 her. Mit dir. Das muss erstmal wieder alles craften, die ganze Sache. Kann man das nicht noch ein bisschen irgendwie kurz gucken hier? Das war ich schon wieder. Sorry. Ja, weil das alles in einem Pulverizer ist. Das muss halt dann immer nach und nach machen. Deswegen dauert es so lange. Okay. Energetic Alloy. Dazu müssen wir jetzt den da machen. Und zwar kommt da eins raus, wenn wir ein Redstone, ein Goldbarren und ein Glowstone herstellen. Daraus wird das gemacht. So, wenn wir das jetzt in so einen Alloy-Smelter schmeißen, zack, dann können wir ja mal hier gucken. Energetic. Jetzt haben wir, machen wir mal so, craften wir uns ein. So, jetzt kann es einen Moment dauern. Jetzt zieht er sich erst alles unten rein. Und zack, fertig ist er. Ne? Und das ist halt mega gut. So. Nehmen wir das weg, jetzt brauchen wir Enderperlen. Aus einer. Nein, ist ja gut, ist eigentlich egal, wo sie liegen. Aus Enderperle und das wird Alloy. Er wird Vibrant Alloy. Kommt auch wieder hier rein, aber in einem anderen, dass er das gleichzeitig machen kann. Dann können wir eigentlich gleich nochmal hier anderes machen und zwar. Was war das? Enderidium. Und zwar da. Halt. Halt, ne, doch war hier. Na, wo ist denn hier? Und zwar das Enderidium Base. Aus 2 Zinn, 1 Silber und 1 Shiny. 2 Zinn. Aber bei Tinn, ich brauche das ja. 2 Zinn. 1 Silber und ein Shiny. Ach, muss ich eigentlich gleich mitnehmen, ich hält. So, einen noch davon und noch mal einen Silber brauche ich. Ratzen wir kurz runter.
Lala, schnell mal durchrennen hier. Zack. Bitte alles Rinder. So, das geiern wir uns ein. Haben wir in der Iridium Base. Bitte müssen wir jetzt mit 4, dass da 4 Stück rauskommen, so eintragen. Gut, haben wir das auch. Kann darin. Puh, so. Weiter geht's mit Enderidium. Und zwar brauchen wir dann noch, Moment, das Pyrotheum Dust. Das ist ein Crafting-Prozess. Das werden wir auch gleich noch herstellen. Blaze Powder. Beide kommen immer 2 raus. Der Macerator kommt 5 raus. Ja, das können wir eigentlich im Pulverizer machen. Blaze, nehmen wir uns mal eine Blaze Rod. Und zwar so, und da kommen dann 1, 2, 3, 4, na, nein, nicht 5. 4 Stück kommen dann da raus. Und dann müssen wir uns vielleicht dann noch einen zweiten Pulverizer bauen oder sowas. So, das kommt jetzt darin. Achso, das war jetzt, das war ein normales Crafting-Ding, was darin kann. Enderidium. Genau. So, zack, zack, zack. Und 2 Enderperlen, genau. Oh, ist wie viel war das? 2 davon, 2 davon, 1 davon, kommt 2 davon, okay. 2 davon. Enderperlen, 2 davon. Achso, die brauche ich ja. Oh, liegt mir da am Arsch. Sorry. Ender. Und Pyrozeus. Pyro. Mach mal. So, und einem davon brauche ich ihn davon nochmal.